Geil, direkt hier vorne, Leute. Wollt ihr den fast ins Spirulino rausziehen? Oh, die hat aber Power. Alter. Wahnsinn. Danke, Richard. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. In diesem Video geht es um das Thema Spoonfishing. Wir haben jetzt hier so eine kleine Reihe abgeredet, zusammen mit dem Stefan. Den habt ihr aus dem letzten Video ja schon kennengelernt. Da haben wir euch gezeigt, wie das Spoonfishing richtig professionell funktioniert. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie funktioniert das Ganze mit Einsteigergerät? Ja, also ich habe bisher zum Beispiel nur meine klassische Spirulino-Route, Spirulino dran. Ja, hier fische ich normalerweise immer mit dem Teig. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir hiermit auch mit dem Spoon angeln können und vor allem auch erfolgreich Fische fangen können. Das zeige ich euch in diesem Video mit dem Stefan. So, also, legen wir gleich los. Die Routen-Rollen-Kombi, die ist ganz klassisch, so wie ich es in einem anderen Video schon mal erklärt habe, zum Thema Spirulino-Angeln. Das seht ihr, könnt ihr bei uns auf dem Channel finden. Da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Hier haben wir also einen klassischen, langsam sinkenden Spirulino. Meine Gummiperle, ein Dreifachwirbel, das können wir alles übernehmen. Der einzige Unterschied ist jetzt, statt diesen Haken, die brauchen wir jetzt natürlich nicht, ja, also klassische Haken und Teig, das brauchen wir nicht, sondern wir brauchen jetzt einfach nur ein bisschen Fluorcarbon. Idealerweise so 0,16 bis 0,18 mm, je nachdem, was für Fische wir erwarten können. Wenn ihr jetzt an einem Lachsforellensee seid, wo 10 Kilo Lachsforellen drin sind, dann nehmen wir natürlich ein bisschen was Schwereres. So, jetzt habe ich hier eine 0,16 mm Fluorcarbon. Können auch ganz normale Monofile nehmen. Fluorcarbon hat nur den Vorteil, es sinkt schneller. Also ist für die Spoonfischerei dann besser. Und jetzt mache ich mir hiervon einfach nur mal gut 2 Meter ab, damit wir genug Distanz zum Spirulino haben. Und da knote ich dann meinen Spoon dran. Und dann wollen wir mal gucken, ob das Ganze auch funktioniert ohne so eine professionelle Spoonroute. So. Ich knote erstmal meinen Spoon hier dran. Wichtig ist, das hat der Stefan im letzten Video verraten. Ich gucke mal gerade, ob wir hier so einen noch haben. Nee, haben wir nicht mehr. Wenn ihr die Spoons neu kauft, dann habt ihr normalerweise immer noch einen Sprengring dran. Knipst den ab, dann läuft der besser. Ja, das hat der Stefan alles, diese Spezialtricks im letzten Video verraten. Falls ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an. Also, Fluorcarbon, binden wir jetzt einen kleinen Snap dran, damit wir schneller die Spoons wechseln können, weil ne, abhängig von dem Wetter funktionieren unterschiedliche Farben gut. Hier machen wir wieder unseren klassischen Clinchknoten. Gute 2 Meter Fluorcarbon, Vorfachschnur mache ich mir hier ab. Und die befestige ich hier auch einfach mit dem Clinchknoten. Jetzt fehlt nur noch der Spoon hier. Ich entscheide mich mal für die Erfolgsfarbe. Und ich kann ein leichtes Modell nehmen. Also der Vorteil jetzt am Spirulino ist, wir können ja auch extra leichte nehmen, ne, und kommen trotzdem ganz gut weit raus. Das probiere ich jetzt auch direkt mal aus mit so einem kleinen. Stefan hat mir verraten im letzten Video, hier so eine Kombi funktioniert ganz gut. Gelb-Schwarz. Ja. Also, so sieht die Montage aus. Ihr braucht, wie gesagt, nur ein Päckchen hiervon, kleine Snaps, die jetzt alle runtergefallen sind. Ein Päckchen, ein Röllchen Fluorcarbon-Schnur, 16 bis 0,18, ein paar Spoons. Und dann könnt ihr schon loslegen mit eurer klassischen Montage. Wir haben ein Spiro und das testen wir jetzt direkt mal. Also ich mache genau das gleiche wie der Stefan. Einfach nur langsames, kontinuierliches Einkurbeln. Das ist so die Erfolgstaktik, sagte Stefan. Das funktioniert am besten. Keine Stops, gar nichts. Wie beim normalen Teigfischen, Teigschleppen. So, ich hatte den ersten Biss gerade, ist nicht kleben geblieben. Sind sehr, sehr vorsichtig. So, von der Route her, Leute, ich fische hier eigentlich mit keiner klassischen Spirulino-Route, sondern ich habe hier eine weiche
Fiederrute, die hat bis 80 Gramm Wurfgewicht. Und da habe ich mir die leichteste Wechselspitze drauf gemacht. Ja? Das heißt, Vorteil ist hier, die ist noch leicht genug, um auch kleines Spirulinus weit rauszufeuern. Und ich habe eine ganz, ganz... Ah, da hatte ich einen Biss. Schade, bin ich hängen geblieben. Vielleicht sind das schon die Nachteile, wenn man nicht mit so einer professionellen Rute fischt, dass man vielleicht einfach weniger, also dass man mehr Fehlbisse hat. Ne? So, jetzt probier es direkt nochmal. Ich wollte eigentlich nur sagen, Vorteil an den Fiederruten ist, ihr habt eine schön weiche Spitze. Ihr kennt darüber gut die Bisse. Ach, da hat der Stefan nicht dran. So. Steht auf jeden Fall schon mal jetzt 1:0 für die richtige Spoonrute. Ich werde jetzt mal eine andere Farbe probieren, deswegen sollte man den Blinker, den Spoon nicht direkt an die Schnur binden, sondern einen kleinen Snap, dann kann man ein bisschen variieren. Jetzt probieren wir mal nämlich was Dunkleres aus. So gediegene Farben, nicht so aggressiv hell. So, mal gucken, wie es hiermit funktioniert. So, ich habe jetzt mal die Stelle gewechselt, weil da vorne beim Stefan ging gerade irgendwie nichts mehr. Ihr wisst ja, Stellen, Einlauf ist immer nicht verkehrt im Sommer und Ablauf, also die tiefste Stelle. Probieren wir jetzt mal hier am Einlauf. Oh, Fisch, geil, direkt hier vorne, Leute. Wollte schon fast ein Spirulino rausziehen. Hat funktioniert. Oh, die hat aber Power. Alter. Wahnsinn. Danke dir, Stefan. So, wenn die jetzt kleben bleibt und nicht noch vom Haken abgeht, dann haben wir es 1:1. Dann zeigt es auf jeden Fall schon mal, dass es auch mit der Spirulino-Route funktioniert. Und das wäre doch geil. Jawohl. Auch schön gehakt. So dass der Spoon direkt im Kescher abgeht, haben wir weniger Arbeit. Und den versorgen wir jetzt direkt den Fisch. Geil, also es funktioniert schon mal, Leute. Also, wir haben jetzt einen Fisch hier mitgefangen. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass es gut funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob wir direkt einen zweiten hinterher fangen. Steht 1:1. So, ich habe jetzt nochmal was. Einen anderen Spoon drauf gemacht, was leichteres und eine andere Farbe. Vielleicht bringt das jetzt nochmal den ersehnten Fisch, den ersehnten Biss. Biss gehabt. Ah, aber die ging auf den Spirulino. Guck mal, die schwimmt der Spirulino hinterher. Ja, da kommt noch mal eine. Jetzt. Komm. Da kommt sie immer noch. So, jetzt haben wir hier einen Nachläufer, Leute. Einfach weiterziehen. Aber sie wollte trotzdem nicht. So, es ist auf jeden Fall heiß. Die Fische sind hier. Jetzt ist wieder die Frage, wer wird fangen? Stefan oder ich? Der Spoon-Profi oder der Spoon-Schüler? Oh, yes! Fisch dran. Cool. Sehr schön. Geil. Schöner Fisch. Und auch richtig gut gehakt. So, den Fisch gerade noch kurz vom Kescher verloren. Ich wollte gerade einen Kescher schnappen, da ist er abgegangen. Naja, direkt nächster Wurf. Warte, ich hänge hier in der Schnur. Jetzt. So. Scheiße. Boah. Also, ich habe gerade auch wieder einen Fisch drauf gekriegt. Stefan hat gerade eine dran gehabt und auch rausgeholt, ne Stefan? Jo. Haben wir aber nicht auf Kamera leider. Weil wir gerade das Chaos hatten. Und die Fische haben echt gut Power. Für so warme Temperaturen. Richtig schön vorne spitz gehakt. Kann den Spoon schon sehen. Geil, das macht richtig Laune. Ah, verdammt, schon wieder ab hier vorne. Also es ist wirklich so, wie der Stefan sagte, Rute runter, dass die nicht so viel springen, weil da verliert man sie dann häufig. Aber man muss auch sagen, heute ist echt ein Tag, da sind die super zickig, super vorsichtig. Ja, also die reagieren genauso vorsichtig auf Teig und Bienenmade heute. Beißen genauso spitz wie jetzt hier auf die Spoons.
Daher ist es schon gar nicht so schlecht hier, unsere Ausbeute. Zwei Fische bzw. drei Fische haben wir auch schon rausgekriegt. Da ist Stefan, die alte Forellenmaschine. Schon wieder einen dran. So. So, Freunde, also wir sehen, das hat richtig gut funktioniert. Spirulino, Spoon dahinter. Stefan hat auch seine Fische gefangen, sogar ein paar mehr. Also das ist schon die Profi-Variante, aber hiermit könnt ihr auf jeden Fall starten. Das funktioniert. Ein Learning habe ich gemacht, um ein bisschen bessere Bissausbeute zu haben, ist, wir kriegen zwar fast genauso viele Bisse hier drauf, aber landen weniger Fische. Warum? Weil gerade im Abschluss, habt ihr gesehen, habe ich zwei, drei Fische verloren, weil die dann gesprungen sind. Und deswegen einen Kescherstab mit langem Stab verwenden. Dann klappt das Ganze, weil der Stefan hat hier so einen Kescher mit einem kurzen Stab. Das reicht aus hier bei der kurzen Route. Aber als Spirulino-Route haben wir immer was Längeres, deswegen auch einen langen Kescherstab. Und dann funktioniert das Ganze auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Gefällt mir da. Schreibt eure Fragen in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da werde ich nämlich mit dem Stefan jetzt eine kleine Challenge machen. Ja. Naturköder und Powerbait versus Spoons. Mal sehen, was besser fangen wird. Also, in diesem Sinne, macht's gut, Leute. Euer Hubertus und euer Stefan. Ciao.